Leichtathletik EM 2018 live im TV und Stream. Infos zur Übertragung. Speerwerfer Thomas Röhler möchte bei der Leichtathletik EM 2018 den Titel. Ob er das schafft, sehen Sie im TV und Stream. Die Leichtathletik EM 2018 geht noch bis zum 12. August. A.R.D. und ZDF übertragen die EM live im TV und Stream. Wer zeigt welche Wettkämpfe? Hier die Infos. Die Leichtathletik EM 2018, die vom 6. bis 12. August in Berlin stattfindet, wird von ARD und ZDF live übertragen. Die Wettkämpfe sollen sowohl im TV als auch im digitalen Livestream gezeigt werden. Parallel zur Leichtathletik EM 2018 in Berlin finden in Glasgow, Großbritannien, die Europameisterschaften in Schwimmen, Radrennen, Rudern, Triathlon, Golf und Turnen statt. Auch diese werden live im Free TV übertragen, unter dem gemeinsamen Titel European Championships 2018. ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik EM in Berlin sowie die im schottischen Glasgow stattfindenden Disziplinen der European Championships im täglichen Wechsel. Welche Disziplinen wann wo übertragen werden, können Sie unten stehender Liste entnehmen. Die Sportarten, die nicht zur Leichtathletik EM zählen, haben wir in unserer Übersicht mit der Abkürzung IC markiert. Heute, am 6. August, startet die Leichtathletik EM in Berlin. Die Wettkämpfe laufen bis zum 12. August. Welche Disziplinen werden wann wo live im TV und im Stream übertragen? 8.35 Uhr, 50 Kilometer gehen, Finale Frauen und Männer ab 14. 30 Uhr, Kunst- und Turmspringen, 10 Meter Turm Männer schwimmen minus 10 Kilometer Männer Finale. IC, ab 16.00 Uhr, Kunst- und Turmspringen, 3 Meter Brett Männer Finale Golf. IC, 9 Uhr, 20 Kilometer gehen, Frauen- und Männerfinale ab 16.30 Uhr, Kunst- und Turmspringen, Finale, 10 Meter Turm Synchronspringen Team Mix 3 Meter Brett Frauen, IC, 12.03 Uhr, Golf, Männer- und Frauenfinale Marathon, Männer- und Frauenfinale, IC. Natürlich wird die Leichtathletik EM auch online übertragen. Den Livestream des ZDF finden Sie hier. Den Livestream der ARD finden Sie hier. Der Zeitplan der Leichtathletik EM 2018 in Berlin gibt einen Überblick, welche Wettkämpfe wann stattfinden.